zusammen. Ich bin's wieder, Alba, aus dem Gemeinschaftsgarten. So, wir sind soweit, unsere angesäten Tomaten umzutopfen. Die sind jetzt groß genug, die werden hier in dem kleinen Eiertöpfchen nicht mehr größer. Dafür braucht ihr Töpfe, so viele ihr halt umtopfen wollt. So viele Töpfe braucht ihr mit Erde, macht die Erde davon ein bisschen nass. Und wichtig ist jetzt, dass ihr den kompletten Wurzelball mitnehmt, wenn ihr die Tomate umtopft. Also ich zerreiße dafür ein bisschen den Topf. Nehme die Tomate raus. Mit der ganzen Erde nehme die mit. Die ist wichtig für den Start. Nehme die mit der einen Hand. Mach mit der anderen ein Loch. Und dann ist ganz wichtig, dass ihr die Tomate sehr tief einpflanzt, nämlich bis zu den Keimblättern, damit sie auch dort noch Wurzeln bilden kann und dann kräftig wieder nach oben wächst. Zum Start gebt ihr noch ein bisschen Wasser, je nachdem wie nass die Erde war. Lasst sie auf jeden Fall noch ein paar Wochen drinnen stehen, schön am Licht, immer schön gießen. Und wenn die dann so 20-30 cm hoch ist, dann könnt ihr die Tomate das letzte Mal umtopfen in einen richtig großen Topf, mindestens so groß, und dann auch rausstellen auf dem Balkon oder in den Garten. Oder wenn ihr einen Garten habt, dann sogar einfach direkt in die Erde. Genau, soweit erstmal. Ich hoffe, ihr habt es alles verstanden und habt viel Spaß dabei. Bis bald. Tschüss.